Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So. Auf zur nächsten Türsteuerung. Tür öffnen. Tür wird aufgeschlossen. Status offen. Und dann wollen wir mal. So. Auf ins Rechenkernchen. Du hast mir das angetan. Okay. Ich kann tausende Credits in Sekunden verschlüsseln und neu kodieren. Aber sowas Simples, das habe ich nicht kommen sehen. Überhaupt nicht. Deinetwegen ist meine Bombe jetzt aktiviert. Und ich bin so gut wie tot. Warum ist die Bombe aktiv? Da die Systef jetzt hier ist, kann sich die Crimson Fleet nicht erlauben, dass mein Wissen in die falschen Hände gerät. Als die Vigilance eintraf, hat Delgado sie aktiviert. Das ist so, als hätte er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt. Wenn deine Bombe schon aktiviert wurde, warum lebst du dann noch? Ganz einfach. Sobald ich diesen Raum verlasse, explodiere ich. Ende der Geschichte. Also verhungere ich hier oder gebe auf und mache dem schnell ein Ende. So stellt die Crimson Fleet sich meine Strafe vor. Du wolltest die Bombe in deiner Brust doch. Du hast recht. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich den Grund für die Aktivierung direkt ins Gesicht sehe. Ich habe dich gut bezahlt, dich mit Respekt behandelt und dir mehr als einmal Ärger vom Hals gehalten. Schau mir in die Augen und sag mir, warum du das zugelassen hast. Wenigstens das schuldest du mir. Mir Ärger vom Hals gehalten? Als Rechner hatte ich nicht nur mit Währung, sondern auch mit Menschen zu tun. Und einige davon nehmen Mitglieder der Crimson Fleet ins Visier und lassen sie töten. Wir sind nicht unbedingt überall willkommen. Ihnen Fehlinformationen zu schicken und ihre Slates zuzumüllen, war fast schon ein Fulltime-Job. Ich konnte dir ja wohl nicht sagen, dass ich für die SysDev arbeite. Nein, aber hättest du mich gewarnt, hätte ich rausfinden können, wie man hier verschwindet und wenigstens eine Chance gehabt. Ich erwarte nicht, dass du hier bleibst und dir mein ziemlich spektakuläres Ende anschaust. Warum verschwindest du nicht einfach und lässt mich in Ruhe sterben? Ich schwöre, ich werde tun, was nötig ist, um die Bombe zu deaktivieren. Nach allem, was ich gesagt habe, würdest du mir trotzdem helfen? Ich muss ein totaler Idiot sein, weil ich dir glaube, obwohl es keinen Sinn ergibt. Die Bombe kann nur an Delgados Computer im Operationszentrum deaktiviert werden. Wahrscheinlich brauchst du seine ID, um reinzukommen. Ich weiß nicht, warum du mir hilfst, aber ich hoffe, das ist nicht wieder einer deiner Tricks. Okay. Erreiche das Operationszentrum. Ah, von hier aus komme ich nicht durch, ne? Die Tür kann ich auch nicht öffnen. Und er wird den Teufel tun und mir helfen. Ah doch, von hier aus komme ich durch. Wir müssen sie vernichten. Ja, bin schon dabei. So. Next. Der Feind hat diesen Bereich verlassen. Gleich nicht mehr. Gut, ich nehme mal kurz die Muni mit. Und die Lifts machen mir ein bisschen Angst.
Aber da hinten sehe ich das nicht so richtig. Hm. Einer soll hinter mir sein. Aber wo ist er? Getroffen. Getroffen, der na denn? Ist offensichtlich geflohen. Ich sehe ihn. So, kurz nachladen. Ich registriere in diesem Gebiet keine feindliche Aktivität mehr. Das ist doch gut. Wenn es jetzt nur dieser Bereich wäre, ne? Jetzt hier haben wir nichts weiter. Bups. Da haben wir noch mal ein bisschen was. Ja, ich schlafe definitiv jetzt, während hier Gegner in der Nähe sind. Aber was knacken kann ich? Der würde so passen und der würde auch hier oben reinpassen. So, dann passt dieser hier nur so rein und der hier einmal so. One Inch Punch veredelt, regular. Schaden fügt mir doppelten Schaden zu. Widerstand, explosive Munition, die mehr Schaden verursachen soll, aber weniger stabil ist und ab und zu Fehlzündungen kann. Aha. Und One-Hit-Punch-Munition wird mit der Streuung einer Schrotflinte verschossen. Alter. Das hat sich aber ordentlich gelohnt. Aber dieser Grafikglitch. Das hat sich aber richtig gelohnt hier. An und für sich würde ich sie ja gerne mal ausprobieren, auch wenn wir nicht auf Pistolen sind, aber das hörte sich doch ganz cool an. Nein, das ist die falsche. Gut, können wir erstmal weiternehmen hier. Dip, 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 dip. Hm, haben wir hier noch irgendwas? Büchlein. Wo siehst du denn da ein? Okay, geht so. Ist jetzt nicht so OP, wie ich es mir vorgestellt hatte. Klang besser, als es ist. Aber gut, mir fehlen ja halt eigentlich auch die Perks dafür, ne? Also, das ist ja das nächste Problem. Giftgranate, da haben wir noch ein Safe. Der ist aber nur Einsteiger. Auf leider da auch nochmal. Also bis jetzt waren die Einsteiger-Safes immer so die besten Safes, ne? Die haben eigentlich immer am meisten reingeknallt. So von allem Möglichen. Aha. Moment, sag das nochmal. Für wen hältst du mich? Keine Spielchen. Wir wissen beide, dass du Leonel Soto heißt. Und du weißt, warum ich hier bin. Zu wem gehörst du? Fleet? Ekliptik? Oder unabhängig? 2 Jahre lang habe ich nach dir gesucht. Meinen letzten Kredit dafür ausgegeben. Nur um dir in die Augen zu sehen, bevor ich abdrücke. Was soll die Waffe? Das ist ein Missverständnis. Ich weiß wirklich nicht, wer du bist. Natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Dir ist es egal, wer wegen deiner Gier nach Reichtum draufgehen muss. Du hast meinen Mann umgebracht, du Pisser! Und jetzt bringe ich dich um! Ein Jammer, wirklich. Wie viel Zeit und Geld sie vergeudet hat. Naja, schaffen wir die Leiche weg. Okay. Das hätte ich alles noch vorher finden können, ne? Na gut, besser jetzt als nie, ne? So, dann werden wir jetzt aber erstmal wieder Waffenwechsel machen. Auf den Gewehren fühle ich mich momentan so ein bisschen besser. So, aber irgendwo war hier war noch ein Zimmer, wo ich jetzt nicht richtig looten konnte. Aha. Hier ist aber nichts weiter drin.
Auch kein Geheimnis oder so. Na gut. Dann wollen wir mal langsam zu Delgado gehen, wa? Gut. Bin halt gerade sehr vorsichtig unterwegs. Aber okay, so, dann bräuchte ich den 2 da drüben. So, so. Falsch rum. So. Ein leerer Waffenkoffer. Los, los! Das ist ein großer Fehler. Ja, ja, das ist es. Definitiv. Ziel ist keine Herausforderung. Wo rennst du denn jetzt hier rein, Vasco? Ah. Tut mir leid, Kollege. Holla, die Waldfee. Da haut aber einer ordentlich rein. Ziel ist gefallen. Darf es nicht enden. Ziel wird Kampf nicht überleben. Bitte. Ja, war ein bisschen zu weit. Ah, okay. Das hat schon mal getroffen. Aber nicht umgenietet. So, gucken wir erstmal hier rein. Okay, hier haben wir nochmal was zum Schmuggeln. Naja, es ist sinnlos, uns besiegen zu wollen. Das stimmt schon. Ich habe ihn zum Kriechen gebracht. Aber nicht ganz umgebracht gehabt. So, haben wir hier noch irgendwo was? Kann ja auch mal hier so machen. Überladen bin ich eh schon. So. Da waren wir schon drin. Jetzt fehlen nur noch eigentlich zwei Leute, die ich jetzt noch nicht gesehen hatte. Wenn ich jetzt richtig das mitbekommen habe. So, das heißt, es wird auch, glaube ich, gleich gegenüber Delgado gehen. Letzte Tür wahrscheinlich. Letzte Türchen. So, nehmen wir das nochmal mit. Das nehmen wir auch nochmal mit. Guti, 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 gut. Das ist Delgado Schlafkammer. Das ist aber sehr aufgeräumt. Muss ich ja schon sagen. So. Gott, hier geht nur die Tür auf und zu. Naja, Sofa hinsetzen wollen wir jetzt nicht. Ich nehme kurz das Spielbrett noch mit. Ihr Rückgrat wird durch das Tragen von so vielen Gegenständen leiden. Ach was, alles gut. So, jetzt werden wir erstmal gucken, dass ich mir jetzt Hilfe reindrücke. Und zwar möchte ich jetzt Folgendes haben. Schadensresistenz. Gesundheit, 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 Gesundheit. Wir haben Überzeugen auch im Besser, nämlich als Droge. Nehme ich noch einen Frostwolf mit rein?
Das hält nur 2 Minuten. Und das hier hält 5 Minuten. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Die Milch noch nehmen. Bewegungsgeräusche, nee. Überzeugen, nein. Da haben wir noch was zu essen. Gesundheit, Gesundheit. Und Gesundheit und Gesundheit. So, jetzt können wir mal kurz gucken. 2 Minuten, Schaden und alles. Ich erfasse in der Nähe feindliches Leben. Okay. Willst du es persönlich zu Ende bringen? Ich bin hier, um dich zur Vernunft zu bringen. Mich zur Vernunft bringen? Du hast doch den Verstand verloren. Was ist mit dir passiert? Du hattest Craigs Vermächtnis in den Händen und es dann weggegeben. Wofür? Ehre? Gerechtigkeit? Ich habe es für mich getan. Jeder ist sich selbst der Nächste, was? Tja, vielleicht habe ich dir doch ein bisschen zu viel beigebracht. Auf Suvorov habe ich in dir erstklassiges Piratenmaterial gesehen. Du hättest zu den Besten gehören können. Und jetzt soll ich dir plötzlich glauben, dass ich die ganze Zeit über reingelegt wurde? Dass das irgendein abgekartetes Spiel war? Nein, niemals. Sei doch einmal aufrichtig. Gib zu, dass du verleitet wurdest. Ich würde meine Moral niemals für Verlockungen aufgeben. Du hast nicht mal den Mumm, es zuzugeben. Unfassbar. Was ich auch sage, du hast keine Absicht, dich an unseren Pakt zu halten. Die hattest du noch nie. Ich habe den Schlüssel schon abgeriegelt und seine Reaktoren werden überlastet. Schon bald werden wir und jeder in der Nähe dieser Station vernichtet. Mal sehen, wie viel dir deine Loyalität zur Systev bringt. Du musst die Überlastung abbrechen. Ich bitte dich darum. Damit ich den Rest meines Lebens als Unbekannter in meiner Zelle schmore? Warum sollte ich das tun? Du hast auf mich aufgepasst, als ich bei der Fleet war. Ich revanchiere mich jetzt. Du hast es bemerkt. Und ja, Leute davon abzuhalten, dich hinterrücks zu erstechen, war nicht einfach. Das war noch nicht das Ende deiner Geschichte, außer du stirbst hier. Und ich soll vermutlich denken, dass es außerhalb einer Gefängniszelle endet, nicht in ihr. Aber auch Gefängnistüren öffnen sich. Es ist keine Lösung, die Station in die Luft zu jagen. Die Sif-Dev macht das vielleicht sowieso. Vielleicht. Und dann würde ich nur ihre unerledigten Dinge aufräumen. Auch dich. Dich leben zu lassen, wäre vielleicht ein kleiner Sieg. Also schön. Ich fahre die Reaktoren herunter. Da die Legacy weg ist, treiben wir sowieso nur herum. Doch bevor du mich von Ikande verhaften lässt, will ich dir zum Abschied noch was sagen. Ob du es weißt oder nicht, du bist ein verdammt guter Pirat. Es liegt dir im Blut. Irgendwann wird dich das alles einholen. Und ich warte dann in meiner Zelle mit einem Wissenden. Hab ich's dir doch gesagt. Gut, jetzt müssen wir noch die Bombe deaktivieren.
Bombensteuerung, Bombe entschärfen. Schon viel besser. Ich kann, wenn nötig, noch weitere Vorräte tragen. Ja, gut. Wunderbar, hat auch alles gut geklappt. Und ich habe ihn sogar noch überzeugt. Ich werde ein paar kleine Anpassungen an den technischen Daten meines Interface vornehmen müssen. Ich will die Kerntaktung in meiner Armhandwehr erhöhen, weil die Gelbank auf eine orthogonale exorbitante Verschlüsselung umstellt. Die Teile kriegst du wahrscheinlich bei Ruijin. Dann brauche ich nur noch eine zusätzliche Speicherinjektionsschnittstelle, um die verdammten Verfolgungspakete von meinem System fernzuhalten. Wahrscheinlich wäre es auch nicht verkehrt, gleich noch für bessere elektromagnetische Abschirmung zu sorgen. Das Stromnetz auf dem Schlüssel ist grottig. Ein Kurzschluss und das ganze Setup ist hin. Zu guter Letzt könnte der Stuhl im Rechenkern mal neu gepolstert werden. Mein Hintern fängt langsam an, weh zu tun. Okay. So, nehmen wir hier nochmal alles mit. Und Delgado sitzt wirklich hier. Geh, du hast mir schon alles andere genommen. Lass mir wenigstens einen Moment meinen Frieden. Ja, aber vorher nehme ich dir alles weg. Gut. Sieht doch soweit ganz gut aus. Wir haben die Reaktorüberlastung aufgehalten. Hier liegt noch ein bisschen was. Muni und so. Delgado ist der einzige Crimson Fleet. Okay, der zweite Crimson Fleet Überlebende. Das heißt, wir haben zwei Leute gerettet. Das hört sich doch schon mal okay an. Oder nicht? Wenigstens. Dafür habe ich den Rest jetzt kaltblütig ermordet. Und ich hoffe, meine Schandtat gegenüber den Zivilisten halbwegs wieder gut gemacht. Obwohl, Mord kann man nicht wieder gut machen. Aber, naja, gut. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Dann bräuchte ich den hier. Ne, der passt gar nicht rein. Den hier. So, und dann den Rest hier. Nein. Ja, so, mal gucken hier. So, ist der einzige, der hier passt. Und nochmal Credits. Die nicht einfach hier hochspringen können. Denke. Aber ich würde gerne noch mal zu ihm gehen wollen, bevor ich hier jetzt abdüse. Also muss ich ja noch einmal zum Rechner kehren. Gehen wir jetzt auch überladen hin. Ah, für sich wurscht. Das bisschen Schaden, das kriege ich auch so hin. Eigentlich habe ich ja genug Lebenspunkte. Es liegt ja nicht an meinen Lebenspunkten. Okay. Funktionieren die Aufzüge jetzt? Ah, so halbwegs. So, aber er ist weg. Boss ist weg. Du hast die Bombe also entschärft. Dann sag deinem Commander, ich komme friedlich mit. Deal ist Deal. Du hast die Bombe also entschärft. Ja. Dann sag deinem Commander, ich komme friedlich mit. Deal ist Deal. Wurde Zeit, den Schlüssel zurückzuerobern. Ja. Was? Na gut, dann gehen wir mal raus. Ab zur Andockbucht. Haben wir jetzt auch ordentlich was mitgeschleift. Oh. Habe ich einen sogar vergessen zu looten. Ja, aham.
Nein. Hallo? Hallo? Zeitverschwendung. Gut, dann, ja, wir können nur ins Cockpit. Dann gehe ich mal ins Cockpit. Dann docken wir mal ab, weil ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur das, Docksystem verlassen und zum anderen rüber docken. Und wir sind frei. Und wir haben auch noch ordentlich Schaden. So. Da ist die Vigilant. Da wollen wir andocken. Mal sehen, was der Commander jetzt sagt. Wenigstens eine Belobigung wieder kriegen. Gut. Ab in die Luftschleuse und an Bord. Ja, wir gehen da gleich ran. Gucken wir mal. Das war toll geflogen. Du hast dir heute deine Flügel verdient. Danke. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Es gab heute viele Helden. Ah, und wenn man vom Teufel spricht. Stark, wie du die Piraten erledigt hast, Renegade. Weißt du, ich hatte Zweifel an dir. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher. Du verstehst schon. Aber dann habe ich mich gefragt, krieg ich auch hin, was du kannst? Und die Antwort war ein klares Nein. Ich bin ein Superschütze. Schieße aber immer geradeaus. So konnten wir nicht gewinnen. Wir brauchten jemanden, der auf ihrer Seite steht, mit einer Bumerangkanone. Jemanden, der in Kurven schießen kann. Es war eine Tortur. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen wegen der Sache. Wir oder sie? Hoffentlich kriegst du keine Schuldgefühle, weil ich jetzt noch lebe. Falls ja, hörst du besser sofort auf zu grübeln und schaust lieber nach vorne. Die Einschläge kommen nämlich näher. Egal. Du hast ein Date mit dem Commander. Er verstaucht sich bestimmt was, wenn er dir die Orden ansteckt. Aber ganz ehrlich, die hast du dir verdient. Alle applaudieren hier. Mir wird salutiert. Oh, so schön. Du bist zurück. Was zu berichten? Wir können uns wohl beglückwünschen. Durch diesen Schlag ist das Ende der Crimson Fleet so gut wie besiegelt. Aber so sehr ich auch mit der Siegesfeier anfangen will, streng genommen müssen wir die Operation erst noch abschließen. Und in diesem Sinne, Lieutenant, was gibt es Neues? Commander, die Berichte treffen ein. Delgado und Junior Foss wurden gefangen genommen. Zudem sichern unsere Leute jetzt den Schlüssel, bis die United Colonies entschieden haben, was damit geschehen soll. Und Neva Mora? Soweit wir wissen, führte Neva einen Angriff auf die Vigilance an. Seitdem haben wir sie leider aus den Augen verloren. Sieht aus, als wäre sie entkommen. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt, aber ich habe ein Einsatzteam darauf angesetzt. Alles in allem ausgezeichnete Nachrichten, Lieutenant. Ich muss zugeben, dass mir zum ersten Mal in 7 Jahren die Worte fehlen. Was ist mit dir? Das war sicher nicht leicht. Bist du noch bei Kräften? Ich bin stolz auf meine Entscheidung. Das solltest du auch sein. Du hast für die UC in kurzer Zeit mehr getan, als viele Menschen in ihrem ganzen Leben. Dein Gesicht sollte auf den neuen Rekrutierungspostern vom MAST zu sehen sein. Es war nicht ganz leicht. Aber ich habe beim MAST ein paar Gefallen eingefordert, damit du deinen Anteil am Vermächtnis erhältst. Nenn es Belohnung, Zeichen der Wertschätzung, wie auch immer du willst. Doch du hast dir jeden einzelnen Credit verdient. Gehörte das Geld nicht ursprünglich den Freestar-Kollektiv? Naja, schätze schon. Doch selbst wenn das Geld je zu seinen rechtmäßigen Besitzern zurückkehrt, wovon ich ausgehe, würden sie dir sicher einen Anteil abgeben. Ich habe Dinge getan, die keine Belohnung verdienen. Lächerlich, sicher. Du hast ein paar schwere Entscheidungen getroffen. Doch das war im Sinne des Allgemeinwohls. Sie hätten dir mehr geben sollen, aber hey, wer bin ich schon?
Decorum, Lieutenant. Oh Mann, ich werde dich echt vermissen. Du bist inzwischen ein wichtiger Teil unseres Teams. Ohne dich wird es nicht mehr wie früher sein. Aber wenn du bei uns bleiben willst, kann ich dir Zugang zur Auftragsbörse der SysDev geben. Das heißt, falls du es noch länger auf der Vigilance aushältst. Es wäre mir eine Ehre, weiter mit euch beiden zu arbeiten. Ausgezeichnet. Freut mich, dass wir dich nicht vergrault haben. Genug geredet. Du hast eine Pause verdient und solltest das erstmal feiern. Hier ist dein Lohn, wie versprochen. Wohin es dich auch verschlägt, meine besten Wünsche begleiten dich. Ja, das war nicht gerade wenig. Was Neues zu berichten? Uniform der USSDF haben wir auch noch gekriegt. In den Auftragsbörsen ist einiges los. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Fleet noch da draußen ist. Ich habe Beweise für dich. Ausgezeichnet. Ich werde es in unserer Datenbank hochladen. Diese Aufnahme von der Legacy sollte Jasper Kriggs zum Verhängnis werden. Was für eine Geschichte. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Kriggs auf der Legacy verschollen war. All der Reichtum hat ihm letzten Endes nichts gebracht. Er tut mir fast leid. Das muss ihn in den Wahnsinn getrieben haben. Hast du noch was? Das ist alles, was ich zu China Voss habe. Voss hat es also geschafft, sich direkt mit dem Mainframe des Schlüssels zu verbinden? Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Ahnung von Computern hat. Wir schicken diese Infos an die Galbank. Hoffentlich können sie so ihre Kryptowährungen besser schützen. Hast du noch mehr? Ich habe etwas über Rayleigh Jason herausgefunden. Yasuo ist in Wahrheit also Lionel Soto. Wir hielten Soto für tot. Zumindest stand das in der Akte. Ich bringe das auf den neuesten Stand. Aber da Yasuo mit der Crimson Fleet zu tun hat, können wir da noch nicht viel tun. Weißt du noch mehr? Das wär's fürs Erste. Also gut. Mach nur weiter so. Willst du mir erzählen, wie du vom Unterdeck zur Crimson Fleet gelangt bist? Ich dachte mir schon, dass das irgendwann zur Sprache kommt. Ich habe nichts über die Crimson Fleet gesagt, weil ich dazu gehörte. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Das haben wir also gemeinsam. Ja, auch wenn wir sonst verschieden sind. Neva Mora rekrutierte mich in New Atlantis. Sie meinte, ich hätte einen Ruf und sei der Fleet ins Auge gefallen. Sie bot mir die Aussicht, vom Planeten zu verschwinden, um noch größere Dinger zu drehen. Da sagt man nicht nein. Du hättest auch ablehnen können. Ja, vielleicht. Doch, da gab es ein Problem. Die Jillian Tuft von der SysDev hätte abgelehnt. Doch die Jilly Tuft, die sich mit allen anlegen wollte, hat dummerweise ja gesagt. Man nahm mich auf, Delgado unterzog mich auf Suvorov einer eingehenden Prüfung und schon gehörte ich zum Team. Jetzt scheffelte ich ordentlich Kohle. Das tolle Apartment in New Atlantis war ein Witz dagegen. Es reichte sogar für mein eigenes Schiff. Klingt nach einem tollen Leben. Damals hätte ich es wohl so gesehen, doch mittlerweile glaube ich, dass dies mein bestes Leben ist. Durch Commander Ikande hat sich dann alles geändert. Er hat mir das Leben gerettet. Ich verdanke ihm alles. Er hatte wohl seine Gründe. Er ist außergewöhnlich. Jemanden wie ihn gibt es nur einmal. Pass auf. Ich habe schon zu viel verraten. Ich habe Commander Ikande versprochen, keinem davon zu erzählen. Du solltest bloß wissen, dass ich genau weiß, wie du dich fühlst und was für Risiken du eingehst. Wenn du diese Mission durchziehst, werde ich bei jedem Schritt für dich da sein. Was geschieht jetzt mit dem Schlüssel? Letztlich entscheidet das Mast, aber wir haben beantragt, ihn für die SysDev umzurüsten. Aber erstmal muss der Gesamtzustand des Schlüssels genau bewertet werden. Die meisten Reparaturen an der Station waren nicht gerade nach Vorschrift. Wenn die Station nicht den Standards entspricht, zerstören wir sie besser. Das hätte auch politischen Wert angesichts ihrer peinlichen Geschichte. Vorerst lassen wir mal einen Sturmtrupp alles nach Sprengfallen absuchen. Sobald sie grünes Licht geben, sammeln dann die Forensiker Beweise. Wenn das erledigt ist, überprüfen wir den Zustand der Station. Das ist ein ganzes Verfahren. Kann ich mir jetzt Missionen zuweisen lassen? Genau.
Da du jetzt nicht mehr undercover bist, hast du vollen Zugriff auf unsere Auftragsbörse, so wie jeder beliebige Agent. Ich ziehe Undercover-Arbeit vor. Ich muss es dir einfach glauben. Ich mag es nicht, Dinge geheim zu halten, aber ich verstehe die Notwendigkeit. Wenn du also irgendwas in puncto Schiff brauchst, dann rede mit mir und ich werde die Wartungscrew auf den Plan rufen. Du musst nicht mehr im Depot um Schrott feilschen. Dir stehen die besten Waren der UC zur Verfügung. Kannst du mir mit meinem Schiff helfen? Klar. Was kann ich für dich tun? Motzen. Dein Schiff ist quasi dein zweites Zuhause. Da muss alles stimmen. Ja, natürlich muss da alles stimmen. Was habt ihr denn? Ich muss hinzufügen. Muss gucken. Oh ja, da haben sie aber viel. Jetzt müssen wir hier nur Raumschiff-Design noch mal ein bisschen höher kriegen für die nächsten Waffen. Station. Aber keine scannbaren Frachträume. Das wäre jetzt das beste Cockpit, ne? Naja. Beste sehe ich da jetzt nicht so. Oh, mal eigentlich ordentlich Asche jetzt. Ich kann mein Schiff aufwerten. Das Cockpit sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber das hat halt nur zwei, nicht nur ein. Was habt ihr hier? Docker. Unten und das wäre der oben. Mhm. Antriebe. Der Supernova-Antrieb. Ja gut, ich bräuchte dann sowieso ein bisschen mehr und so. Helium-3-Tanks, okay. Boah, wir könnten hier nochmal ein paar Tanks anbringen. Ah, das wird alles schon ein bisschen interessant. So, Getriebe. So gute Sachen haben die jetzt nicht. Also, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Also ein bisschen mehr Auswahl und so. Liegen 4. Mhm. Das wäre ein C-Reaktor. Den ich jetzt sogar anbauen könnte. Der hätte denn 29 Energie. Das ist mein Graphantrieb. Der muss ja dann einmal kurz raus da. Und das hier ist mein Trägheitsreaktor. So, der Trägheitsreaktor, der muss erstmal raus aus dem Ganzen. Damit der hier rein kann. So. Ja, ist alles noch nominal. Okay. Gut, dann können wir ja mal hinzufügen. Schilde. Der hätte 850 Schildenergie, 730. Was hat unser? Unser hat 690. Ja, wir können auch die Schilde austauschen. Ja, ich würde den Reaktor da wirklich schon so lassen wollen. Dürfte eigentlich passen. So, das heißt, wir fügen hinzu einen neuen Schildpuppel. Na gut, da will ich die nicht haben. Dann kann die gleich auf dem Reaktor bleiben. Nochmal ein bisschen mehr. Das ist ja jetzt ein C-Schild. Dann möchten wir doch mal gucken, ob wir nicht noch einen besseren Graphantrieb kriegen. Antriebe, Treibstoff, Getriebe, Graph. Genau, an den nächstbesten C-Antrieb. Das heißt, den kann ich hier auch entfernen. Und hier den anständigen Antrieb einsetzen. So, jetzt müsste ich mal gucken. Ja, es müsste so passen.
So, jetzt nehme ich mal kurz den Antrieb hier ein bisschen raus. Wir haben schon wieder so viel ausgegeben. So, hinzufügen. Jetzt wird mein Schiffchen nämlich noch ein bisschen länger. Und zwar Wohnmodule. All in one, mal drei. Nee, hier müsste ich gucken, mal zwei. Waffenkammer. Wohnmodule, Captain Wohnquartier, Computerkern, Kontrollzentrum, Krankenstation, Wohnquartier, Wissenschaftslabor, Werkstatt. So, wir haben, und nochmal kurz zurück, wir haben hier einmal eine Werkstatt, hier ist die Krankenstation, Kajütenleiter, Lagerraum habe ich hier, Computerkern, Kontrollzentrum und Wissenschaftslabor. Ich weiß ja nicht, ob die von der Nova vielleicht ein bisschen besser sind. Moment, wir können ja mal... Moment, wir können es ja mal anders machen. Ich setze jetzt erstmal alles wieder so zusammen. Wir haben ja jetzt schon eine Aufwertung drinne, ja, soweit okay. Nominal. Mehr Energie, mehr Schild. Ja, das hört sich doch alles schon mal ganz geil an. Waffen kommen auch nochmal mehr dazu, aber das zum späteren. Das heißt, wir verlassen erstmal. Annehmen, ja. So. Das Ding wird immer gewaltiger. Und das soll noch in die Länge gehen. So, jetzt gehen wir einmal kurz zu unserer Razalov. Nee, da kann ich das nicht. Mal mal Schiff verbessern. Nee. Schiffsbilder. Kajüte. Jetzt muss ich das einmal kurz auseinandernehmen, weil das hier ist wichtig. Deimos Waffenkammer. Warum sieht die in dem Schiff deutlich besser aus als die hier in dem Schiff? Es ist eine Deimos Waffenkammer, die ich da drin habe. 2x1B. Das heißt, ich müsste die dann auch hier drüben rübersetzen. So, Schiffsbilder. Das hier ist 2x1B. Fügen. Waffenkammer. Machen wir mal. Nochmal hinzufügen. Waffenkammer. Das wird abgekoppelt. Das wird hier angesetzt. Das wird abgekoppelt. Das wird hier angesetzt. So. Das sieht alles ein bisschen weird aus, aber das passt schon erstmal so. So, die Raketen werden nach vorne verschoben. Hinzufügen. Brauche ich ja natürlich hier nochmal einen Lagerraum dazwischen. Dann hinzufügen. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir hier richtig auf Bau aus. Station, Fracht. Docker oben. Das ist doch den, den ich jetzt drauf habe. Nee, das ist ein anderer Docker. Nee, das würde nicht hinhauen. So, gucken wir mal weiter. Antriebe müssen wir auch nochmal gucken. Obwohl, meine Antriebe dürften eigentlich reichen. Fahrwerk ist auch okay. Grafantrieb haben wir ausgebessert. Schilde, Strukturen. Hier. Die suche ich gerade. Wobei, ich mach mal... Moment, mach mal anders. Mach nochmal Wohnmodule. Und zwar möchte ich nochmal eine Waffenkammer. So.
hinzufügen. Waffenkammer. Hinzufügen. Anlegeplatz. Captain, Computerkern, Kontrollzentrum, Krankenstation, Wohnquartier. Na komm. Ich weiß, dass es geht. Sag ich doch. So. Der müsste dann nämlich nur eins länger gezogen werden. Genauso wie der hier. Dann dürfte der da nämlich genau zwischenpassen. So. Gut. Das dürfte schon mal passen. Hinzufügen. Auch nochmal im Wohnquartier. Zack. Jetzt sind wir dich schon mal in die Länge. Kann ich sogar noch einen länger ziehen. Sieht das aus? Das kann ich beim Vorderen nicht machen. Nein, das sieht dann nicht aus. Gut. Dann hier jetzt wieder den Antrieb dran. Mein Treibstoff dran. Hinzufügen. Jetzt brauche ich einmal Antrieb. So, das sieht doch schon mal viel doll besser aus. Ein Fehler. Schiff braucht zu viel Energie für Antrieb. Verringere die Anzahl der Antriebe. Okay, das sieht zwar cool aus, aber braucht zu viel. Schade. Schade, das heißt, mehr als 4 darf ich nicht haben. Hinzufügen. Das heißt, ich müsste hier dann irgendwie nochmal gucken, dass ich hier was Besseres reinkriege. Aber auch das kriegen wir noch hin. Gut, Graf, nein. Module brauche ich jetzt auch nicht. Schilde brauche ich auch nicht. Strukturen. So, Fracht. Da sind aber alle nicht abgeschirmt. Das heißt, das würde ich eigentlich auch eher zu Hause machen. Das heißt, wir lassen dich jetzt wenigstens noch mal ein bisschen hübscher aussehen. Gucken wir mal. Kriegen wir 2 Helium-Tanks, kriege ich doch hier nicht zwischen, oder? Sieht doch blöd aus. Weil da soll ja dann meine Fracht noch zwischen. Also ähnlich wie hier. Aber dafür brauche ich ja noch den richtigen. Na ja, gut, ich müsste das zu Hause weitermachen. Müsste das wirklich zu Hause weitermachen. Gut, wir lassen das Ganze erstmal so. Ja, annehmen. Das Ding wird immer größer. Da fehlt aber noch Waffen. Mehr Waffen. Wir brauchen mehr Waffen. Du hast unzählige Leben gerettet. So. Aber wir können ja jetzt mal kurz gucken. Auftragsbörse interessiert mich jetzt nicht so. Okay, Orte. Jetzt möchte er zurück zur Hauptquest. Aber ich habe schon Auftrag gekriegt, welche Hauptquest ich als nächstes angehen soll. Oder welche Questreihe. Die hat auch was mit der UC zu tun. Aber okay. So, achso, ich kann auch eigentlich schnell... Nee, kann ich nicht, weil ich bin krass überladen. Das heißt, du hast den Piraten den Boden unter den Füßen weggezogen. Also, erstmal ins Cockpit. Jetzt will ich mein Schiff fertig machen. So, wenigstens halbwegs, damit es auch nochmal ordentlich was lagern kann. Und meine Fresse, ist das riesig. So muss das sein.
So muss das sein. Nicht anders, sondern so. Wir sind frei und flugbereit. Alter. Das Ding sieht einfach nur noch fett aus. Und es wird immer fetter. Das ist ja das Schlimme daran. So, jetzt muss ich erstmal zu meinem Außenposten. Das heißt, wir gehen natürlich gerne hier auf unseren Außenposten einmal drauf. Gleich landen. Und dann schauen wir doch mal, dass wir das hier gleich ein bisschen verbessert kriegen. Was noch cool wäre in den Außenposten. Und Alter, ist das Ding Ding. Das guckt mich ja schon vorne an, ey. So, aktivieren, modifizieren. Das nenne ich doch schon mal langsam ein C-Klasse-Schiff. Da kannst du ja schon bald drinne verlaufen. So, Schiffsbilder. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir sind ja noch nicht fertig. Da fehlt ja noch so ein bisschen was. Und so. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier müsste ich ja jetzt bessere Sachen haben. So, abgeschirmter. Das war der Gamma, den ich da drauf hatte, ne? Ja. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich den hier runterkriege. Genau. 190. Ja, mal kurz gucken. Ne, die anderen, die kosten zwar genauso viel, aber sind auch nicht abgeschirmt. Also wir wollen ja schon dann, ne, abgeschirmten Frachtraum haben. Schweineteuer, die Dinger. Aber okay. So, jetzt machen wir einmal kurz auf die andere Seite. Das Ganze einmal drehen, bitte. Zack. So. Dann einmal. Jetzt bin ich hier am Überlegen. Jetzt machen wir erstmal hier die Seite fertig, wa? So, das heißt, wir müssen erstmal gucken hier. Dockerantriebe, Treibstoff, Getriebe, Graph. Module, Reaktoren, Schilde, Struktur. Und dann haben wir ja hier die Dämpfer. Das ist vorne und hinten. Haben wir ja, wir brauchen nur Seitenteile, zwei Stück. Einmal wenden. Einmal ein bisschen nach oben. So. Dasselbige wollen wir ja hier auch haben. Das heißt, den setzen wir schön nach hinten. Dann einmal hinzufügen. Ach Mensch. Hinzufügen. Das mittlere Stück. So. Dann einmal hinzufügen. Jetzt brauche ich einmal die Stationen. Nein. Ach, Cockpits, Antriebe, Treibstoff, Getriebe. So, da brauche ich den mittleren. So. Mein Schiff soll ja auch irgendwie landen können. Auch hier einen mittigen, aber ich muss ihn einmal drehen. So. Ja, es wird doch langsam. Es wird doch langsam. So. Das Ding schieben wir mal nach ganz hinten. Genauso wie das hier. Dann einmal das nächste hinzufügen. Jetzt brauchen wir wieder. Wir können ja nochmal gucken, ob ich noch kleinere abgeschirmte Frachtdinger oben anbringen kann. Aber die kann ich nur an der Seite anbringen, ne? Gut, der ist also somit nicht der richtige. Also solche Dinger hier kann ich zwar noch anbringen, aber falsche Richtung so ein bisschen. Na, hier könnte ich endlich den Arsch so ein bisschen ansetzen, aber der müsste dann auch schön mit Scanschutz sein. Ja, ist er auch. Oha, ich gebe hier jetzt Geld aus. Cricks Vermächtnis ist, wandert alles in mein Schiff. So, Frachtraum, wie sieht's damit aus? Der ist ein bisschen größer.
Den kann ich auch drehen, ne? Alle erdenklichen Richtungen. Gut, da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, genauso wie da. Aber das ist halt nicht mit Scanshots. Komm, wir wollen dann schon mit Scanshots haben. Wenn, dann geben wir richtig aus. Aber der wäre eigentlich schon das Optimalste. Ja, ich krieg noch ein paar, aber die meisten sind halt nicht mit Scanshots. Das heißt, ich nehme nochmal hiervon welche. Kann ich die auch drehen? Ja, ich könnte sie drehen, aber nicht in die richtige Richtung. Wenn ich sie jetzt hier ran mache, dann ja, sind sie zwar da, aber ich wollte eigentlich schon ein bisschen frei haben. Das heißt, ich hätte eigentlich nur noch solche Dinger hier, die ich dazwischen packen kann. Mit Scanschutz. Die sind auch schweineteuer, die Dinger. Aber komm, sie geben Hülle, sie geben alles Mögliche. Muss mir halt nur noch mal gucken, dass ich mir mal mit designtechnisch noch mal ein bisschen mehr überlege. Also vielleicht noch mal ein bisschen färben, damit das Ding nicht ganz so aussieht, als wenn es ein Frachter ist. Aber okay. Bis jetzt passt das eigentlich ganz okay. Soweit. Der Unterbau ist halt noch nicht wirklich gut. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie... Sollen wir mal wieder so ein bisschen, ja, mehr draufpacken, weißt du? So hatte ich mir das jetzt eigentlich gedacht hier. Das ewige Schiff. Treibstoffgetriebe, wo ist das denn jetzt? Reaktoren, Wohnmodule. Strukturen hier. Daimos Kiel, was haben wir hier noch? Flügel Backbord. Flügel B, Flügel H, Hopetech, Dämpfer. Aha, okay. Nee, das wollen wir nicht. Verringere die Masse um, füge Antriebe hinzu, um die Mobilität zu verbessern. Oh. Das heißt, meine Antriebe sind schon wieder zu schlecht dafür. Alter. Aber ist okay, ist okay. Das Ding wiegt 8 Masse, sieht aber auch nicht danach aus, was ich damit vorhab. Nee, das gefällt mir jetzt auch nicht. Nova Kühler, nee, wollen wir auch nicht. Ah, das passt nicht. Ich müsste eigentlich bei Daimos bleiben, weil das passt momentan am ehesten. Könnten wir zum Beispiel eine Daimos-Hülle einsetzen erstmal. Gibt nur Masse. Damit man das dann halt so ein bisschen fertig kriegt. So, hinzufügen. Wenden. Machen wir das erstmal so. Okay. Passt. Halt noch mehr Hülle. Aber das Schiff wird immer schwerer. Flügel. Flügelchen gefallen mir jetzt nicht so. Wobei, man könnte sie hier an die Seiten kloppen, ne? Aber die sehen kacke aus.
Das gefällt mir so nicht. Ja, noch andere Flügel? Nee, komm, da würde ich denn hier lieber dasselbe machen wie hier. Das heißt, wir nehmen nochmal Dämpfer. Wir nehmen noch einfach nochmal Dämpfer. Daimos Dämpfer, da brauche ich jetzt eigentlich nur ein mittleres Teil, ne? Ja, aber mittleres Teil passt. Ergänzt sich denn hier eigentlich auch ganz gut an. So. Ist halt cool, wenn man endlich mal genug Geld hat, sein Schiff abzugraden. So, passend tut das doch bis jetzt. Jetzt haben wir auch nur eine Warnung. Mal gucken. Aber für sich auch genug Auflegefläche haben wir auch. Könnten natürlich jetzt noch irgendwie sagen hier, dass wir noch irgendwie was anderes machen. Reaktoren, Wohnmodule, Strafantriebe, Treibstoff, Getriebe, Docker, Cockpits, Frachtstationen, Waffen. So. Auto Alpha Strahl. 1919. Auto Alpha Geschütz. Der interessiert mich doch mal auch. Das Alpha Geschütz. Mal gucken wir mal. Weil das sieht auch ein bisschen fetter aus. Als das, was wir so bis jetzt drauf hatten. So, ziehen wir das Ganze mal ein bisschen in die Länge hier. Können wir ja noch machen. Okay, da passt das gar nicht drauf. Oha. Passt das so nicht, weil es zu groß ist, ne? Selbst das passt da nicht drauf. Mhm. Macht 26. Das hier macht 19. Und meins macht 23. Gut, ich entferne mal kurz das Alpha-Geschütz. Das und das Geschütz. Ich weiß nicht, ob ich manuelle Geschütze noch hinzufügen sollte. Aber jetzt mache ich hier mal ein Alpha-Geschütz drauf. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. So. Gehen wir jetzt hier rüber. Einmal hinzufügen. Meine guten Automatikgeschütze hier. Na komm. Ja, so. Da haben wir jetzt schon mal fette Alpha-Geschütze drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die hier unten ersetzen kann. Hinzufügen. Gut, eins kann ich da schon mal hinsetzen. Einer hat eben gerade gesnappt. Gut. Hinzufügen. Oh ja. Oh ja. Das dürfte doch jetzt dicke, dicken Schaden machen. Jetzt sieht er doch mal bewaffnet aus. So, dann hinzufügen. Wir haben die Neutronengeschütze drauf. So, Moment. Ich werde die Neutronengeschütze komplett eliminieren. Wie gesagt, das wird jetzt, ne, Kriegsvermächtnis.
Ja, dann Kriegs Vermächtnis bestellt. Ich bräuchte mal irgendwas, was nur größteilige ballistischen Schaden macht. Also Höhlenschaden. Aber alle machen sie fast nur dasselbe. Na gut, das hier ist jetzt Laser, Pulslaser. Das hier ist ja auch Pulslaser. Das hier ebenfalls. Ein Dämpfer. Aha. Auto-Gauss-Gewehr. Genau, Gauss-Gewehre. Ho. Oh. So, machen wir mal ein paar Gauss-Gewehre dran. Das heißt, wir wollen jetzt auch mal. Ja, Gauss-Gewehr hört sich doch schön als Snipe an, oder? So, Gauss-Gewehr. MKE. Was auch immer. Ist mir egal. Hauptsache, mal Knall-Peng-Bumm. Das muss es machen. Oh, nee, das ist falscher Laser. Hab ich nicht aufgepasst. Auto, Alpha, Gauss. Und Gauss. So, haben wir das schon mal drinne? Vier davon, vier davon. Komm, wir werten auch nochmal die Waffensysteme hier richtig auf, wa? So, hinzufügen. Jetzt brauche ich aber doch nochmal Struktur. Aber ich müsste irgendwie gucken, dass ich irgendwie was oben... Ausrüstungsplatte. Nee, das sieht kacke aus. Hat zwar nicht viel Masse, aber das gefällt mir auch nicht. Lass mal gucken, hier die Stege brauche ich wieder. Kiel. 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 Und Kiel. So, dann machen wir den hier auch nochmal weg. Genauso wie den hier. So, und dann gucken wir nochmal, dass wir hier... Kiel vorne... Kiel vorne. So. Ach, jetzt hat er auf Strukturen umgeändert hier. Nein, 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 nein. Mach bitte das, was ich dir sage. Jetzt bin ich bei Schildreaktoren, Wohnmodule, Graf, Getriebe, Docker, Cockpits, Fracht, Station, Waffenstruktur. So, jetzt wollen wir wieder runter zu den Kielen. Das war der G-Kiel. So, und Thermos Heck A. So. Ah, das sieht schon besser aus. So, das Heck A kann ich dann auch gleich da hinten ansetzen. Kiel G. Kiel G. Ja, das sieht doch langsam aus. Gut, es ist noch von unten relativ, aber ich brauche langsam neuen Antrieb. Oder? Schiffswaffen müssen einer Waffenzuweisung. Waffenzuweisung, verringere die Masse um Antriebe. Ist noch alles in Ordnung. Er sagt zwar, wir sind ein bisschen schwer, wir haben ein bisschen Mobilität eingebüßt, aber das dürften wir jetzt eigentlich durch Hülle und die neuen Schilde gut halten können. Brauchen halt nur noch ein bisschen weiter Schiffdesign. So, hinzufügen. Wir könnten jetzt nochmal hier so eine Ausrüstungsplatte vielleicht hier drauf machen. So. Ausrüstungsplatte. Oh. Ja, weil ich dadurch ja wechsle. Da war sie schon. So. Jetzt hinzufügen. Und jetzt nochmal Waffen. Jetzt nach unten scrollen zu dem guten Mist.
So. Das Schiff gleich noch nicht mal mehr leisten. Glaub's nicht. Ich kann mir das Schiff noch nicht mal so leisten und ich bin noch nicht mal fertig. Jetzt geht's aber um die Wurst. Das Ding wird ja jetzt schon zum halben Frachter ausgebaut und ich kann es mir immer noch nicht leisten. Das gibt's nicht. Ich krieg die Raketen da nicht rein. Gut, das heißt, einmal Raketen müssen weg. Das heißt, hier kommen jetzt die Raketen erstmal drauf. So. Und jetzt gibt's noch Waffenzuweisungen. Das heißt, so, in den ersten Waffen hätte ich gerne die Autogeschütze. So, dann hätte ich gerne in den zweiten die Gauss-Gewehre und in den dritten den Raketenwerfer. Und somit ist das Schiff fürs erste fertig für Business Geld ausgegangen. Ey, das gibt's nicht und ich hätte noch weiter doktern können. Oh, ich will noch mehr doktern. Aber es sieht jetzt schon langsam immer mehr aus nach Raumschiff. Okay, das heißt, wir nehmen das so an. Annehmen. Bums. Und dann machen wir noch eine kleine Raumschiffführung hier. Fangen wir vom Cockpit aus an. So, das Ding wird doch bestimmt richtig Bums haben. Gucken wir mal, was ist jetzt alles in den... Ja, hier ist jetzt sehr, sehr viel reingekommen. Das ist aber nicht so schlimm. Machen wir erstmal eine kleine Führung durch unser neues Raumschiff. So, hier müsste ja jetzt ein nächster Raum angekommen sein, genau. Mit einer Waffenkammer. Und wenn ich jetzt hier einmal rumgehe. Gut, ich hab's verstanden. Der Raum muss dann nach hinten weg sein. Okay, und siehe da. Waffenkammer! Ja! Turtle glücklich, Turtle hat Waffen. Waffen und Waffenkammern. So, das heißt, wir können jetzt an und für sich alles auf unserem Schiff auch machen, was wir soweit eigentlich brauchen. Das Einzige, was mir fehlt, ist so eine Kochstation. Da habe ich jetzt noch nicht das passende Modul gefunden, aber Waffenkammer! Ja, und hier unten haben wir dann halt Wohnquartiere, weil, naja gut, ich gehe ab und zu mal schlafen, ja, ist klar, aber mir fehlt nur noch eine Kapitänskajüte. Die sehen halt auch komplett anders aus, wenn man sie dann halt als einzelne Module setzt. Aber gut zu wissen. Weil die Waffenkammern davor waren eher so, es ist für mich keine Waffenkammer gewesen, so nach Motto. Die aber hinten schon. Das heißt, die Module passen sich auch je nach Position auch nochmal an. Was eigentlich ganz cool ist. So, aber jetzt würde ich ja jetzt mal gerne gucken wollen. Wir sind ja eigentlich noch längst nicht fertig, aber wir wollen ja mal gucken, wie viel wir jetzt rausholen konnten aus unserem Ganzen. Weil wenn wir jetzt hier schön ins Transfer gucken, haben wir 2920 größteilig mit Scanschutz. Bis auf das Cockpit. Das Cockpit können wir jetzt nicht. Da müsste ich dann Ausrüstung, ein Scan-Modul hätte ich dafür gebraucht. Aber es ist jetzt nicht mehr so wahrscheinlich, dass wir jetzt nicht mehr durchkommen. Das heißt, das neue Schiff ist soweit fertig. Fürs Erste. Hat er auch viel Geld geschluckt. Ich bin pleite wie Hulle. Ich bin mal gespannt, wie sich der Bomber jetzt als nächstes fliegt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.